Das ist Wohnheim Neufeld, ein kleiner Teil vom Wohnheim Neufeld inzwischen. Da hat alles angefangen. Ein Heim, wo eben Menschen mit besonderen Bedürfnissen eine Perspektive gibt. Menschen mit geistigen, kognitiven, psychischen oder körperlichen Einschränkungen. Und ich habe mit dem Hans Moser, mit dem Gründer, geredet. Ja, Hans Moser, gell? Also ein windiger Tag kurz vor dem dritten Adventssonntag, also Mitte Woche vor dem dritten Adventssonntag beim Heim Neufeld. Und wenn ich da so ein bisschen aufzoome die und ein bisschen zeige von diesen drei Autos und links davon wäre ein älteres Auto. So hat es nicht angefangen, Hans. Kannst du dich erinnern, wie hat denn das Ganze angefangen mit dem Heim Neufeld? Das Wohnheim Neufeld hat angefangen ganz klein bei unserem Familientisch. Wir haben uns als Familie dahin gegeben, dass wir hier Bewohner aufnehmen können, die bei uns in die Ferien gekommen sind. Und dann haben wir bald mal gemerkt, dass man für Bewohner, also daheim arbeiten möchte, wo möglichst normal ist, wo möglichst so ist, wie wir es auch leben. Und haben angefangen mit einem Bewohner, mit einer Bewohnerin zuerst und dann einem Bewohner. Und haben dann bald mal eine sehr grosse Nachfrage gehabt, dass wir eine eigenständige Wohngruppe aufgebaut und so hat es angefangen. Wir haben einen frischen Wind auf dem Mikrofon. Also damals natürlich wahrscheinlich ist auch ziemlich ein Wind gegangen. Also wie viele Kinder hast du damals gehabt? Damals hatte ich 9 Kinder gehabt. Hast du alle 9 gehabt? Ja, natürlich. Und im Lukashaus gearbeitet, gell? Ich habe im Lukashaus gearbeitet und habe zuerst in der Beschäftigung Bewohner von uns mitgenommen in die Beschäftigung ins Lukashaus. Und später haben wir selber Beschäftigungsgruppen aufgebaut. Du, was hat denn deine Frau gesagt? Also 9 Kinder und dann hast du noch mal etwas angeteigert. Die hat mitgearbeitet. Ohne Mithilfe der Frau wäre es unmöglich gewesen, überhaupt so etwas aufzubauen. Und die Kinder natürlich sind auch sofort involviert gewesen, gell? Die Kinder sind involviert gewesen. Zuerst war Dodi daheim, der aktiv mitgearbeitet hat und heute noch im Betrieb ist. Nachher ist der Eduard heimgekommen und hat daheim die Arbeit aufgenommen, später der Tobias. Und heute ist der Tobias Arbeitsagog und der Eduard ist mein Chef. Oh, jetzt besser es aber. He? Hättest du das gedacht? Also eine Grossfamilie, ich glaube, das war schon immer ein bisschen dein Traum gewesen. Aber jetzt hast du 44 Bewohner, auf das können wir alles noch. Und vielleicht dort mal so gerne mehr, ein bisschen weniger. Hättest du dir mal vorgestellt, dass es so eine riesige Grossfamilie mal könnte werden? Nein, das habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe oftmals gesagt, jetzt sind wir gross genug, grösser werden wir nicht mehr. Und später habe ich es nicht mehr gesagt, weil ich mich immer der Gegebenheit ergeben habe. Und habe das gemacht, was vor der Tür gelegen ist. Und hast einfach immer auch familiären Rückhalt gehabt, von Kind, von Frau und eben auch vom weiteren Umfeld, oder? Vom weiteren Umfeld sehr positiven Rückhalt gehabt, aber von der Familie, von meiner Frau, einen intensiven Rückhalt, wo wir immer sehr genossen haben und auch miteinander alles immer besprochen haben und miteinander aufgebaut haben. Unglaublich, also ich staune immer noch auf diesen 3 Autos. Ich kann mich erinnern, da warst du fast mit dem Velo und einem Auto unterwegs gewesen, gell? Also, es ist unheimlich gewachsen. Wann war das gewesen, der Anfang? Natürlich hatten wir zuerst nur das Privatauto, wir waren mit dem unterwegs gewesen. Wir haben im 94 den Verein gegründet und haben dann angefangen und haben im 96 dann schon bereits den jetzigen Hauptbau gebaut und haben dann Aussengruppen angefangen aufzubauen und haben dann Häuser dazu kaufen. Immer nach Bedarf, wie wir Anfrage hatten. Wir haben eine sehr intensive Zusammenarbeit mit der Klinik Pfäfers und das ist das, was sehr positiv ist. Und haben dann später einfach nicht mehr Platz genug gehabt, sind dann eine Planung hergegangen von einem Neubau. Und der Neubau, der ist jetzt im Tun. Genau, und jetzt müssen wir vielleicht gleich mal ein bisschen durchgehen zu dem älteren Auto. Also nicht der da, das ist der Eduard, gell? Das ist da dein Ältester und er ist jetzt eben auch im Betrieb. Seit wann ist denn der Eduard da eigentlich, er ist echt der Chef jetzt, oder? Eduard ist der Chef. Eduard hat alle Diplome gemacht, die es braucht, die heute einfach erforderlich sind. Und hat die Führung übernommen, und zwar im November 2013 hat er die Führung übernommen. Und ist heute verantwortlich, Vertretung nach aussen, aber auch die Leitung nach innen. Du, Hans, jetzt muss ich etwas fragen. Jetzt mit dem Heim nichts zu tun. Es ist verheiratet mit einer Bernerin. Dann habe ich gesehen, einen anderen Sohn, den ich gesehen habe, beim Klaus und Martin, ist auch verheiratet mit einer Bernerin. Du bist ein Berner. Also, die Beziehung, die ist immer aufrechterhalten geblieben.
Die ist aufrechterhalten geblieben, aber die ergänzt sich sehr gut. Mit einer Berner Kuratensuite oder mit einem Berner Kuraten, das ist ein Vorrecht. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich mit einer Rheintaler Kuraten bin, weil sie hat mir natürlich Tür und Tor geöffnet, überhaupt so etwas aufzubauen. Ich habe auch als Vater erlebt, oder? Ich habe immer das Gefühl, du bist wirklich sehr, sehr tolerant. Man hat mal etwas anderes gesagt, das sollen wir nicht intensivieren. Du bist auch politisch, gell? Bist natürlich, hat man gesagt, du bist rechts. Das habe ich aber so selber nie erfahren. Da tut man dir, da müsst ihr aus deinem Mund mal hören, doch sehr, sehr oft ein bisschen Unrecht, nicht? Ja, weisst, politisch rechts oder konservativ, das tut man gerne zusammenmischen. Ich bin aber überzeugt, dass, wenn man ehrlich politisiert und wenn man ehrlich auch im Glauben da steht, dann ist man weder rechts noch links, sondern dann ist man zielstrebig nach vorne. Ich politisiere in der EDU und ich politisiere mit offenem, ganz klarem Denken und ich politisiere auch mit einer Ehrlichkeit, die ich auch mitnehmen in die Zukunft. Und mit dem Glauben, wo du auch Toleranz anderen entgegenbringst, gell? Die Toleranz, die habe ich den Eindruck, die habe ich gelebt, auch wenn man mir manchmal etwas anderes geführt hat. Aber mit dem muss man leben können, das ist so. Und da ist auch keine Tragik, wenn man irgendwann in ein dummes Licht gestellt wird. Man muss nur schauen, dass es nicht zur rechten Zeit auslöscht. Weißt du, vorher, als ich aufgestellt habe, die Kamera, da habe ich zu einem gesagt, zu einem Bewohner, hey, ist das eine Kälte, du, ist ja unglaublich. Also hat er gesagt, das kommt, dann schneien. Da habe ich gesagt, ja, kann man da nichts machen. Dann sagt er, ja, nein, der Schöpfer richtet das schon, oder? Und der ist jetzt ja nicht von dir beeinflusst. Also ich glaube, der Glaube, egal in welcher Richtung, spielt doch gleich auch immer sehr eine grosse Rolle. Der Glaube spielt in unserem Leben eine Rolle, ob wir glauben oder ob wir nicht glauben. Das letzte Mensch spielt der Glaube immer eine grosse Rolle. Und die grosse Rolle, die der Glaube spielt, die kann man auch leben. Und wenn man in diesem Glauben lebt, dann erfährt man, dass der Glaube auch Wesentliches beeinflusst. Wir stehen in der Weihnachtszeit. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das wirklich ehrlich meint. Und der Glaube gibt Kraft, gell, dir und natürlich auch den Bewohnern. Das habe ich jetzt gemerkt, eben im kurzen Gespräch mit zwei. Wir tun die Bewohner extra hier nicht aufnehmen, nicht ins Bild nehmen. Aber ich glaube, die Grossfamilie, das ist auch etwas, das eben zusammenwächst mit der Zeit. Wenn jemand neu zu euch kommt, dann braucht es auch eine gewisse Angewöhnungszeit, nehme ich an, oder? Wir tun nie nach dem Glauben entscheiden, bei Angestellten und bei Bewohnern nicht. Wir tun nie nach dem Glauben entscheiden. Aber wir sagen allen, was wir glauben, wo wir stehen. Und wir erleben das sehr, sehr positiv, dass Leute im Glauben auch Schritte machen. Und dass ausgerechnet im Evangelium oft auch ein gewisser Heilungsprozess stattfindet. Kein leeres Wort. Das wird in dem Wohnheim Neufeld in Oberäfis auch gelebt. Betreuung von den Menschen mit besonderen Bedürfnissen, das braucht eben auch Kraft. Wir sind aufgegangen ins Atelier eben zu den Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und ich war überrascht, wie ich empfangen wurde dabei. Mit welcher Freudigkeit und mit wie viel Engagement die Menschen hier bei ihr Arbeit gewesen sind. Das sind eben Perspektiven. Und ich habe mit dem Eduard geredet. Eduard, du bist hier der Chef, gell? Jetzt hat er vorher noch eine Berner Frau angedichtet. Das stimmt glaub, gar nicht, gell? Dein ist das Innere. Ja, sie kommt von Lugano. Ist italienisch aufgewachsen, aber spricht sehr gut Deutsch. Ich kann mich ganz gut mit ihr Deutsch unterhalten. Sie redet mit unserem Junior, der jetzt 10,5 Monate alt ist, aber italienisch. Und so wächst sie doppelsprachig auf und es bereichert natürlich auch. Die Sonne hinter dir hat mit dem Design nichts zu tun. Das ist die Sonne eben in dem Atelier drin, gell? Also, was macht man denn in dem Atelier drin? Ja, da stehen wir jetzt im Atelier. Da sind wir kreativ unterwegs. Wir haben hier nicht einen eigentlichen Leistungsauftrag, sondern der Auftrag hier lautet, dass wir am Abend zufriedene Bewohner wieder überschicken können ins Haupthaus. Da wird einfach gebastelt, wird nach den Bedürfnissen und nach den Fähigkeiten der Bewohner geschaffen. Es ist immer schön, wenn es natürlich Produkte gibt, die man nachher auf dem Markt wiederfindet und die man dort auch verkaufen kann. Du, Eduard, also du bist jetzt hier der Chef. Das hast du wahrscheinlich nicht vorstellen können, damals, als du eben auch an dem Familientisch gesessen bist. Der Vater hat jemanden Bewohner vom Lukashaus heimgebracht, hat dann angefangen mit dem Wohnheim. Hast du dort schon gewusst, dass du einmal einsteigst und ein Chef wirst? Nein, überhaupt nicht. In der Schulzeit, wenn man mir irgendwas ja gesagt hätte, dass ich im Sozialbereich arbeite und erst recht voll im Bürojob habe, dann hätte ich den ausgelacht und gesagt, unmöglich, kommt nicht in Frage und es liegt mir überhaupt nicht. Ich habe auch ganz einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Ich bin in die Fliegerei nach der Lehre.
Die Lehre habe ich in der Hilti gemacht als Polymech und hatte während dieser Zeit Kontakt in einer Helikopterfirma. Und bin dann als Flugzeugmechaniker oder Flugbetriebsmechaniker, wie man es heute nennt, eingestiegen, habe das 4,5 Jahre lang gemacht und habe eigentlich so aus der Ferne ein bisschen beobachtet, was daheim geht. Habe dann durch einen Wechsel eine kleine Lücke gehabt und habe gesagt, ich komme heim, mache ein paar Sachen daheim und habe dann daheim gesagt, eben maximal 2-3 Monate und dann gehe ich dann wieder zurück in die Fliegerei. Und jetzt sind es 22 Jahre, wo ich im Sozialbereich tätig bin, am Anfang hier daheim. Die Räumlichkeit, wo wir jetzt drin sind und dahinter, hinter uns, wo die Kochgruppe ist, die Küche eingebaut und so handwerklich tätig sind. Und dann einfach die Aussengruppe, Unterhaltsgruppe aufgebaut, ist immer grösser geworden. Und irgendwann habe ich mich dann müssen entscheiden, mache ich jetzt im arbeitsagogischen Bereich etwas weiter oder tue mich eben umschulen. Natürlich einfach mit der Aussicht, eventuell dann einmal in die Fußstapfen vom Vater zu steigen und den Betrieb zu übernehmen. Und so habe ich dann entschieden, dass ich die Heimleiterausbildung mache in Luzern. Und als ich die Prüfung gemacht habe, habe ich nachher die Eidgenössisch noch angehängt. Und so habe ich nachher Diplom und das Papier, um nachher eben den Betrieb zu auch übernehmen. Was für Leute habt ihr denn da? Wir haben vor allem psychisch erkrankte Leute. Ja. Gut 2/3 ist psychisch und 1/3 unserer Klienten ist geistig behindert oder geistig körperlich benachteiligt. Ja. Und mit diesen Leuten sind wir unterwegs. Wir dann uns immer nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten auch den Tag so installieren, dass sie eben zum Teil zeichnen, zum Teil Zusammensätzchen machen oder nachher in der Industriegruppe außen natürlich auch anspruchsvollere Arbeiten machen, wie Sachen abzählen oder irgendwie sauber verpacken, zu falten, wie auch immer. In die Industrie raus gehen wir noch. Wenn wir den Leuten begegnet, sei es bei der Haushaltestelle oder in der Hostegasse, es sind wirklich eigentlich liebevolle Leute. Gell? Also, wenn man ein bisschen auf sie zugeht, mit ihnen redet, dann merkt man, sie sind völlig anders, als was sie sich das Umfeld jemals vorstellt, wo eben so Leute nicht kennt. Ja, unsere Bewohner sind Menschen wie du und ich. Und wir leben das und wir möchten das auch so, dass sie sich vollwertig können fühlen und einen normalen Tagesablauf haben und das Normalisierungsprinzip so 100%ig gelebt werden. Jetzt habt ihr eine interne Wohngruppe, eine externe Wohngruppe. Wer lebt denn in der internen? Also, das sind die, die mehr Betreuung brauchen. Ja, weil ja im Haupthaus, wo wir heute die Bewohner haben, die ein bisschen mehr Betreuung brauchen oder einfach auch in der Nacht, die enger Betreuung notwendig ist, dass sie, wenn etwas ist, dass man näher und schneller dort ist. Die sind im Haupthaus wohnhaft und die anderen, die sind in den Aussengruppen. Da haben wir 10 Wohnungen, wo wir nachher kleine Wohngruppen haben. Pro Wohnung immer 3 Leute, die miteinander die Wege so bilden. Und dort haben wir dann eben die Leute, die selbstständiger sind, die in der Nacht einfach mit einem Notrufsystem erreichbar bleiben, ins Haupthaus zurück. Ist das manchmal noch eine nervige Sache? Wobei du als Pilot bist ja gewöhnt gewesen, natürlich an so Sachen. Aber weißt du, dass immer musst, quasi 24 Stunden notfallmäßig da sein, das musst ein Dispositiv haben, das ständig und immer muss funktionieren, so jeder Tag- und Nachtzeit, ist das noch eine schwierige und nervige Sache? Nein, wir sind ganz gut installiert. Das heisst nicht, dass jetzt ich als Chef 24 Stunden einfach wach bleiben muss und erreichbar sein. Also erreichbar vielleicht schon heute mit der Technik-Nattel oder so ist man das natürlich. Aber wir haben ein Nachtpicket, das ist verteilt aufs Personal. Und dann haben wir ein zweites Picket, das wir stellen. Das sind dann wieder wir von der Familie, die auf dem Areal wohnen, wo man nachher einfach in der Nacht, wenn das Picket einen Notfall hat oder einfach so ansteht, uns dann kann rufen kann. Und das kommt vielleicht so im Durchschnitt im Monat einmal vor, dass man so einen nächtlichen Anruf hat. Aber durch das, dass wir nachher eigentlich 4 Partien auf dem Areal noch wohnen, von der Familie, teilen wir uns das auch wieder auf. Und durch das gibt es eigentlich keine grosse Sache. Natürlich, weil wir auf dem Areal wohnen, sehen wir einiges. Wir sind immer nach am Geschehen, aber das ist auch gut. Das lebt und das gehört dazu.
Da können wir natürlich auch unter Umständen sehr früh und schnell vielleicht das wo intervenieren und eingreifen oder helfen, wo nötig. Und so sind wir eigentlich sehr gut unterwegs. Machst du so einen relaxten Eindruck? Aber gibst du mir nicht, das ist eigentlich ein 24-Stunden-Job. Ein kleines bisschen Gedanken ist mir immer dabei. Oder nur die Frau, deine Frau muss da auch einwachsen. Also im Grunde, ich weiss, das ist ein Dispositiv, ist logisch, klar, ist alles organisiert. Aber irgendwie, die Familie trägt schon sehr, sehr viel mit in einem quasi 24-Stunden-Programm drin, nicht? Ja, das ist so. Wir ertappen uns auch oft, wenn wir als Familie zusammen sind, am Sonntagnachmittag oder so, dass man oft mal vom Thema abschweift und dann wieder geschäftliche Sachen redet oder diskutiert. Sagen wir uns aber auch bewusst, hey, wir haben eigentlich jetzt einen Sonntag oder wir haben jetzt Feierabend, Themenwechsel. Machen wir manchmal wirklich bewusst, gelingt uns aber natürlich nicht immer. Privat selber mit meiner Frau, sie arbeitet ja im Betrieb mit, da leben wir das auch bewusst. Es gibt sicher Sachen, wo man schnell zur Nacht am Tisch noch diskutiert oder vielleicht sogar auch, wenn man im Bett wach liegt, mal noch aufs Mal wieder, oh, du, wie siehst du das oder was machen wir aus dieser Situation? Aber ich empfinde, und auch meine Frau, wir empfinden das überhaupt nicht belastend, im Gegenteil. Aber hast du nie erwachsen, nicht? Weißt du, ich denke, es ist nicht einfach ein Job, sondern es ist wirklich ein 24-Stunden-Job. Du musst wirklich engagiert sein, du musst das auch wirklich gerne machen. Es ist einfach ein Beruf, den man ausüben kann, oder? Ja, sicher muss man den Beruf gerne machen, das ist so. Aber ich denke, man kann es ein Stück weit lernen, man wächst ein Stück weit rein. Und auf der anderen Seite muss man es auch akzeptieren, dass es sicher nicht jedermanns Ding ist. Und uns wird das viel gesagt. Ja, ich könnte das nicht auf dem Areal wohnen, arbeiten, Familie, alles so nach zusammen. Und dann dauernd einfach eben das Wohnheim in dem Sinn zu spüren. Ja, ich denke, wenn man das will und Freude daran kann haben, dann ist das kein Problem. Und dann ist das sogar etwas sehr Schönes, wenn man das so darf leben. Du, letzte Frage. Jetzt haben wir ein bisschen geredet. Vorher ist es ziemlich lang gegangen, bis das eigentlich jetzt fertig sein. Jetzt hat er innerhalb von einer Minute hat er das gerade hergeschmissen. Gell? Also eben, es ist einiges, wo die Leute da können. Also, Beschäftigung spielt da auch eine grosse Rolle, oder? Ja, eine gute Beschäftigung oder auf der anderen Seite eine gute Tagesstruktur, das ist ein Muss. Sonst wird das sehr schnell sehr langweilig und sehr schnell auch mühsam. Und ab der Fähigkeit auf unseren Leuten staune ich immer wieder. Also wir haben sehr, sehr grosse Künstler im Haus, die malerisch sehr begabt sind, wo aber nachher auch sehr eben Fähigkeiten haben, mich Sachen abzuschätzen, abzuzählen und. Und das zum Teil auch in einer Geschwindigkeit fertigbringen, wo ich keine Chance hätte. Aber so, denke ich, leben wir einfach miteinander. Jeder hat seine Fähigkeiten, aber auch seine Schwächen, die einfach dazugehören. Und dann sind wir ein paar Schritte weitergegangen. Vom Bürogebäude durch rechts eben zu dem Neubau, der im Sommer 2018 fertig sein soll. Ja, Hans, gell, es hämmert und klopft hier nebenan. Das ist aber nicht die Arche Noah, sondern ein neues Gebäude, das entsteht. Warum das? Das neue Gebäude, das müssen wir haben, weil wir immer mehr Leute haben mit einem Pflegebedürfnis. Und wir werden hier 6 neue Zimmer bauen, wo wir Leute wirklich pflegen bis ins hohe Alter und bis der Pflegestand einfach höher wird. Wir haben eine sehr gute Ausgangslage, dass wir im Dorf mehrere Wohnungen haben. Aber wir haben zu wenige Wohnungen, die rollstuhlgängig sind und auch Pflegenassräume haben. Das trägt ihr alles als Familie. Das ist auch ein gewisses Risiko, oder? Wir pflegen nicht als Familie, aber wir bauen das Gebäude als Familie. Alle Gebäude gehören uns privat. Der Verein Zwonheim Neufeld ist eingemietet. Und Zwonheim Neufeld tut aber die Inneneinrichtungen selber finanzieren. Und darum sind wir auch immer wieder darauf angewiesen, dass wir Spenden bekommen, dass wir Leute haben, die mithelfen tragen an dieser ganzen Einrichtung für das Wohnheim Neufeld. Ist alles in allem auch ein Rechtsrisiko? Also wenn ihr jetzt so viele Bewohnerinnen und Bewohner habt wie jetzt, wenn das so läuft, ist okay, aber eben, das muss auch so weiterlaufen, oder? Das muss so weiterlaufen. Es ist tatsächlich ein sehr hohes Risiko, das wir als Familie übernommen haben, schon vor Jahren. Und heute doch mit allen Gebäuden ein sehr hohes Risiko haben. Und wir sind aber dankbar, dass das von den Anwohnern, von der Gemeinde, aber auch vom Kanton gedreht wird, anerkannt wird und auch die positive Arbeit, die wir machen, ein gewisses Lob findet.
Wie ist denn so mit der Akzeptanz von außen? Also, weißt du, ich meine, die Gesellschaften im Strafvollzug hören mal immer wieder die Resozialisierung, hapert manchmal auch, weil die Gesellschaft, wenn sie raus können, auch wenig Toleranz zeigen. Obwohl wir das eigentlich immer anders kommunizieren. Wie steht das bei euch? Also, wie werden die Bewohner außen akzeptiert? Also, die werden sehr gut akzeptiert. Und das ist ein ganz besonderer Dank an die Bewohner von der Hostergasse, von unserer Nachbarschaft. Unsere Bewohner werden sehr, sehr mitgetragen, auch wenn oft halt irgendwie etwas im Garten reinfliegt, das nicht dazu gehört, sei es irgendein Zigarettenstümpel oder Päckchen oder was auch immer. Aber unsere Nachbarn, die tragen das sehr gut mit. Bewohner, auch wenn man mitten auf die Buchs geht, stellt man immer wieder fest, dass die Akzeptanz vom Wohnheim Neufeld sehr hoch ist und da sind wir sehr dankbar. Eduard, das empfindest du auch so. He? Also, dass vorher der Hans so ein bisschen zusammengezuckt hat, hat mit meiner Frage nichts zu tun gehabt und auch mit seiner Antwort nicht, sondern weil oben der Bagger ein bisschen zickert hat und dann immer denkt, es käme etwas oben runter. Eben, also Eduard, das Risiko, also du bist jetzt der Juniorchef, gell? Seit etwa 4 Jahren. Also, oder wie lange? Seit dem 13. glaube ich, oder? Das Risiko trägst du natürlich eben jetzt auch mit. Hast du manchmal auch schlaflose Nächte wegen dem oder überhaupt nicht? Nein, schlaflose Nächte nicht gerade, weil wir sind in einer sehr guten und glücklichen Situation. Durch das, dass wir eben eine grosse Familie haben, können wir das auch auf verschiedene Schultern natürlich verteilen. Und ich bin sehr glücklich mit der heutigen Situation, vor allem auch für den Neubau, den wir jetzt machen können, der dringend nötig ist, weil wir einfach vom Platzbedarf her etwas haben müssen machen. Wir kommen da so unterirdisch da mit dem Tageslicht von der rechten Seite des Gebäudes kommen wir eine Holzwerkstatt neu über. Und parterre hinter uns entsteht die Küche mit einem grossen, schönen Esssaal. Über oben im ersten Stock eben die 6 Bewohnerzimmer, wo wir nachher mehr Pflege können anbieten können. Wir werden aber nicht zu einem Pflegeheim. Aber einfach unsere Bewohner haben zum Teil immer den grösseren Pflegebedarf. Und ganz über oben im Dachstock haben wir nachher noch 3 disponible Räume, eine Teeküche und einen Aufenthaltsraum und einen Schulungs- oder einen Sitzungsraum, der uns nachher zur Verfügung steht. Und da freuen wir uns sehr fest. Und vom Risiko her oder so auf deine Frage zurück, in der heutigen Situation ist das machbar und wenn das so in Zukunft sich weiter kann erhalten bleiben, dann ist das natürlich gut kalkuliert, aber ist machbar. Hier hinter mir haben wir 2 Mehrfamilienhäuser. Die Mehrfamilienhäuser die haben wir kaufen. Und da sind wir heute sehr dankbar, dass wir die überhaupt haben. Weil immer 2 Halbzimmerwohnungen sind miteinander Wohngruppen. Und sind dann so 6 Leute. Pro Wohnung sind 3 Bewohner drin. Es sind 6 Leute, die miteinander Wohngruppen bilden und so betreut werden. Die Bewohner wohnen hier und sind mit dem Nachbig verbunden. Und essen miteinander hier das Nachtessen, sind miteinander am Wochenende hier und natürlich auch der Mittagsfeit. Und am Morgen kommen die Bewohner ins Wohnheim Neufeld, also ins Haupthaus, zum Morgenessen. Während dem Tag sind alle Bewohner in Beschäftigungsgruppen eingeteilt. Und weil sie in Beschäftigungsgruppen eingeteilt sind, sind die Wohnungen natürlich jetzt leer. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern es gehört dazu, das ist der normale Tagesablauf. Das ist echt gelebte Inklusion. Das hier, durch, das ist auch ein Sohn von dir, gell? Ja, richtig, das war ein Sohn. Er ist Arbeitsagoge und er ist mit diesen Leuten... Sagen, das ist der Simeon, gell? Nein, das ist der Tobias. Heiter Fan, gell? Bei all deinen Kindern kommt man nicht mehr raus, wer wählen ist. Das muss man nicht rauskommen. Wichtig ist, wenn sie rauskommen und wissen, wer der Vater ist. So ist es. Und ich bin mit Eduard und Hans Moser nachgelaufen über die Hauptstrasse, über eben zur Industrie. Die Industrie, ganz ein wichtiger Zweig in dieser Beschäftigungstherapie. Und zuallererst hat mir der Werkstattleiter oder Industrieleiter gesagt, was es geht. Wir suchen die Arbeit. Und ich Holzarbeit, wenn gibt es. Und da tun ich einfach die Arbeit verteilen an Bewohner. Und momentan bist du bei der Kaffeemaschine dran, oder was? Ja, momentan wir haben wir 1000 Kabel zum Machen und dringend. Ja. Und dann kommt ein Kabel nach dem anderen, gell? Ja, nach Farbe und es sind 12 Kabel zum Einstecken. Und einer macht zum Beispiel einfach die weißen und die grauen, die anderen machen rot und braun. Ja, genau. Und das gibst du alles vor, he? Jawohl, ja.
Geht das gut oder ist es schwierig? Mal, also tipptopp. Also, vielleicht haben ihr gesehen, dort, der Bewohner macht das tipptopp. Hans, da sind wir in der Industrie. Auch wieder ein Beschäftigungsprogramm, oder? Ja, das ist so. Wie unser Chef, der Eduard, schon gesagt hat, ist die Tagesstruktur wesentlich in einem Wohnheim. Und in der Tagesstruktur haben wir 5 verschiedene Gruppen, wo wir Leute beschäftigen können. Eine davon stehen wir jetzt drin, das ist die Industriegruppe, wo sie ganz verschiedene Arbeiten machen, wo sie miteinander aber auch Arbeiten machen, die kompliziert sind und zwischendurch auch ganz einfache Sachen. Wir sind immer sehr froh um jeden Auftrag, den wir bekommen. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Leute beschäftigen können. In dieser Gruppe hier haben wir bis zu 18 Arbeitsplätze, wo wir die Leute können, jeden Tag wieder beschäftigen und auch Freude machen, dass sie Aufträge haben. Und das ist für euch wichtig, dass ihr so Aufträge habt, oder? Das ist sehr, sehr wichtig. Unser Werkleiter muss immer sehr weit auf die Strasse, um überhaupt Arbeit zu finden. Und wir sind dankbar, dass wenn wir Arbeit haben, dann ist auch die Zufriedenheit der Bewohner sehr hoch. Das spüren wir, das ist immer sehr positiv, wenn wir Arbeit haben. Die Arbeit ist auch interessant, dass sie ungleich ist. Eine ist ganz einfach, eine ist schwierig. Aber es gibt eine sehr grosse Bestätigung und Befriedigung, wenn man etwas leisten kann für die Gesellschaft. Und das merkt man auch, gell, von den Bewohnern, weil sie stolz sind, wenn sie über dies und jenes können. Und sie machen es sehr, sehr geschickt eigentlich. Gell? Also es gibt einen riesen Stolz, eine riesen Befriedigung. Das stellt man immer wieder fest. Und die Befriedigung, die geht so weit ins Obenleben ein. Also am Abend auf der Gruppe ist man viel, viel zufriedener, wenn man wirklich Arbeit hat. Und darum sind wir auch sehr darauf angewiesen, in der Industrie, den KMU-Betrieben, dass wir Aufträge können abholen und so die Befriedigung eben können unterstützen. Du, Hans, eine letzte Frage. Also ihr tünt jeden Tag ein- oder zweimal rapportieren. Das heisst, ihr tünt immer zusammentragen, was ist passiert und was kann man verbessern, was kann man verändern, was geht da? Wir haben eine sonderliche Struktur. Wir sind eigentlich eine Gruppe über den ganzen Betrieb. Wir haben immer am Mittag einen Rapport, wo wir an diesem Rapport zurückschauen auf den Vormittag, vorher auf den Nachmittag, auf den Abend und morgen Vormittag. An diesem Rapport sind alle beteiligt, von der Raumpflege bis in die Betriebsleitung, wird vom Betriebsleiter geführt. Und an dieser Gruppe tragen wir wirklich miteinander zusammentragen, wo haben wir Positives, wo negativ, wo können wir uns verbessern. Und das sehr, sehr transparent, wo niemand mehr Gewicht hat oder weniger Gewicht, sondern in einer ganzen flachen Struktur wird der Rapport durchgeführt. Wir haben viele können zeigen von Wohnheim Neufeld. Der Haufen natürlich nicht. Und etwas, was man natürlich auch klar ins Zentrum kann stellen kann, ist natürlich die ganze normale Alltagsarbeit, Haushalt, Küche etc. und so weiter, wo sich alles natürlich hier abspielt, oder? In jedem Wohnheim ist die Logistik sehr viel wert und wir haben einen Koch angestellt und der wird unterstützt von einem Hilfsangestellten plus von Bewohnern wird er unterstützt und dann haben wir die Haushaltsgruppe, die immer wieder die Arbeiten macht und anfallen. Dann haben wir die Lingerie, die auch hier immer wieder sehr viel Arbeit macht. Wir haben bis 20 Maschinen Wäsche, die pro Tag muss erledigt werden muss. Und dann haben wir nachher noch die Raumpflege, wo auch immer ein kleines Team zusammen arbeitet und eine sehr wertvolle Arbeit macht. Eine letzte Frage, Hans. Was wäre so dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch ist, dass wir auch in Zukunft in dieser Konstellation zusammen arbeiten können. Mein grösster Wunsch oder einer meiner grössten Wünsche ist natürlich jetzt, dass wir den Neubau fertig bringen, dass wir das letzte Mal doch finanzieren können. Also, wie es jetzt aussieht, fehlen uns noch ein paar Tausend Franken, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir noch ein bisschen Spendeneinfluss haben. Und darum möchte ich alle ganz ermuntern, in dieser Zeit vielleicht doch noch mal noch das Wohnheim Neufeld zu zeichnen. Das ist einer von meinen Wünschen, der dann erfüllt wird. Wir reden jetzt von dieser Zeit vor Weihnachten, aber irgendwann ist die Zeit zwischen Weihnachten und der nächsten Weihnachten mindestens so wichtig, oder? Die ist sehr wichtig und mit der leben wir ja. Wir sind jetzt am Zurückschauen auf das verflossene Jahr. Wir sind am Ausschauen auf das nächste Jahr. Und wir sind zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr wieder miteinander unterwegs sein können und viele Bewohner bei uns das Zuhause dürfen erleben, das Zuhause dürfen behalten und dass wir auch in Zukunft vielen Bewohnern gerecht werden können.